Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben Montag, den 16. Oktober und heute ist Semesterstart. Ich komme jetzt einfach schon ins fünfte Semester. Es ist so krass, die Zeit vergeht so schnell. Ich mache mein Studium nicht in Regelstudienzeit, aber rein theoretisch würde ich nächstes Semester den Bachelor schreiben. Und ich denke mir nur so, als wenn das jetzt schon vorbei sein könnte. Irgendwie ist es sehr crazy. Ich freue mich richtig dolle auf dieses Semester. Ich habe ziemlich viel Motivation und freue mich sehr auf meinen Stundenplan und die Module, die ich habe. Deswegen sind jetzt gerade die nächsten Wochen sehr interessant, weil ich hier jetzt mal schauen kann, ob meine Planung so aufgeht, wie sie aufgehen sollte. Ich arbeite wieder 2 Tage die Woche und an den anderen 3 habe ich dann meine ganzen Vorlesungen und Übungen. Heute ist ja ein Montag und montags hätte ich eigentlich eine Vorlesung und eine Übung. Die Übung findet natürlich in der ersten Woche jetzt noch nicht statt, weil wir haben ja noch keinen Stoff, worüber wir die Übung machen. Aber ich habe gleich eine Vorlesung in numerischer Mathematik und mache mich gleich schon auf den Weg zur Uni. Bin heute Morgen tatsächlich ziemlich früh aufgestanden und habe schon ein bisschen gelernt und Module vorbereitet und mich einfach hingesetzt mit einem Tee am Schreibtisch und war ein bisschen produktiv. Und ich habe das Gefühl, dadurch bin ich sowieso jetzt viel wacher. Ich muss mir gleich unbedingt auch nochmal überlegen, was ich anziehe, denn mittlerweile ist es richtig kalt. Ich meine, gut, wir haben Oktober und ich finde es auch gut, dass es jetzt endlich mal so ein bisschen herbstlicher, winterlicher wird. Aber so 7 Grad morgens, schauen wir mal. Das ist jetzt das Outfit. Und ich hoffe, es wird warm genug sein. Ich bin wieder zu Hause. Wir haben mittlerweile 14 Uhr. Das heißt, die Hälfte des Tages ist irgendwie schon vorbei. Ja, ich habe auch noch einiges vor mir, also von daher ist es gar nicht so gut. Ich hatte heute Morgen meine erste Vorlesung in numerischer Mathematik. Es war schwierig. Also, ich glaube nicht, dass das Thema an sich schwierig ist, aber der Prof hat einfach quasi mittendrin gestartet oder vielleicht hätte man ein anderes Vorwissen haben müssen, um das direkt so durchdringen zu können. Deswegen ist jetzt meine Aufgabe auch erstmal die Vorlesung nachzuarbeiten und mir das ganze Vorwissen, was aus vorherigen Mathekursen und so kommt, nochmal anzuschauen. Und vielleicht komme ich dann zu einer ganz anderen Meinung. Wird wahrscheinlich nicht meine Lieblingsvorlesung sein, sagen wir mal so. Und diese Strähne hier nervt mich richtig dolle. Ich glaube, ich muss die gleich mal mit einem Pin zurückstecken. Ich muss aber generell eh ganz, ganz dringend zum Friseur. Meine Strähnchen sind auch schon so rausgewachsen. Naja, anderes Thema. Also, nach der Vorlesung war ich noch in der Mensa und wollte eigentlich was essen, aber es war so unfassbar voll. Ist ehrlich gesagt auch keine Überraschung gewesen, denn erster Tag des Semesters ist sowieso immer viel los. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann gehe ich einfach jetzt erst in die Bibliothek. Und habe ich mich in die Bibliothek gesetzt und habe da eine Stunde oder so schon mal angefangen, die Vorlesung nachzuarbeiten und bin dann noch in die Mensa gegangen und dann ging es auch einigermaßen. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich mit einer Freundin telefonieren. Denn wir planen zusammen im Winter nach London zu fliegen. Und ich hoffe so, so sehr, dass es klappt. Also Flüge zu finden geht, aber die Unterkünfte da sind halt sehr, sehr teuer. Und für so ein Wochenende muss man dann ja auch immer mal schauen, wie viel man dann ausgeben möchte. Aber es wäre ein so, so großer Traum von mir, wenn ich jetzt dieses Jahr noch auf den Londoner Weihnachtsmarkt könnte. Oder generell einfach London zur Weihnachtszeit ist auch so, so cool. Deswegen telefonieren wir gleich und versuchen auch schon eventuell was zu buchen, weil das wird jetzt ja auch immer knapper von der Zeit. Und ansonsten werde ich danach noch ins Gym gehen und noch ein bisschen Uni machen. Ihr seht mich irgendwie die ganze Zeit heute nur auf dem Sprung. Aber ich habe gerade eine Mail gekriegt, dass ein Paket angekommen ist in der Postfiliale, beziehungsweise eigentlich sind die Ich habe 2 Pakete bestellt und die sind beide heute Morgen angekommen, als ich nicht da war. Und dann wurden die in die Postfiliale gebracht. Zumindest bei dem einen bin ich mir sicher, dass es da ist, bei dem anderen weiß ich es nicht. Und leider ist das Unwichtigere von beiden angekommen. Also ich habe Proteinriegel und Proteinpulver bestellt. Und das andere Paket ist halt Literatur zu meinem Physikkurs, zu meinem Physik 5 Kurs. Das ist Teilchenphysik. Da hat mir ein Freund ein
Buch empfohlen, was man quasi neben der Vorlesung oder vor der Vorlesung lesen kann, um sich ein bisschen besser in die Thematik einzuarbeiten, weil es wohl ziemlich komplex wird. Die erste Vorlesung ist erst am Freitag und ich bin super gespannt, aber ich freue mich. Ich sage das auch jetzt. Wahrscheinlich werde ich später in der Klausurenphase am Schreibtisch sitzen und heulen. Und ich habe übrigens so einen neuen Cardholder. Der ist so süß und der passt farblich einfach perfekt zu meiner Tasche. So, Matching. Ich bin so maximal bedient. Ich habe gerade nochmal meine E-Mails gecheckt und das eine Paket ist einfach in einem Kiosk angekommen, wo ich erstmal richtig lang hinlaufen muss. Also nicht zu der Postfiliale, wo sonst immer meine ganzen Pakete hinkommen. Und das andere Paket, die Literatur zu meinem Physikkurs. Also erstmal haben sie mir zwei Tracking-Nummern geschickt und die erste ist irgendwie von einem Paket, das am 4. September in Italien zugestellt wurde. Und da war ich dann irgendwann so, ja, okay, das kann ja nicht sein. Dann habe ich noch die zweite gefunden. Und die sagt mir einfach gar nicht, wo es hingegangen ist. Ich bin durch mit dem Training und warte jetzt das 12. Mal heute auf den Bus oder so. Irgendwie fahren die U-Bahn richtig unregelmäßig, deswegen gehe ich lieber eine Nummer sicher und fahre Bus zurück, bevor ich gleich in der U-Bahn-Station stehe und der erst in 20 Minuten kommt. Die U-Bahn, meine ich. Und mein Bus ist da. So, ich habe jetzt noch einen kleinen Umweg gemacht und werde nochmal zum Kiosk gehen, denn vorhin habe ich ja ein Paket abgeholt, aber das war mein Buch und nicht meine Supplemente-Bestellung. Und deswegen darf ich jetzt noch einmal dahin laufen, weil der gute Herr im Kiosk mein Paket da hatte, es mir aber nicht geben wollte, weil er es noch nicht einsortiert hat. Ja, ich war irgendwie auch richtig ratlos. Ich stand da so und war so, ja, also ich habe eine Mail gekriegt, dass es hier angekommen ist. Und dann meinte er so, ja, aber er hat die alle noch nicht eingeräumt und noch nicht sortiert, deswegen kann er mir das nicht geben. Und ich so, können Sie nicht einfach kurz danach schauen, weil da stand so ein Haufen Pakete. Und er so, nee, 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 das kann ich nicht. Ich dachte mir so, okay, Dankeschön. Was haben wir denn da? Ich bin übrigens unfassbar müde. Also ich glaube, man hat so im Video teilweise gesehen, wie tiefe Augenringe ich habe. Ich habe letzte Nacht nur 3 Stunden geschlafen, weil ich nicht schlafen konnte. Also ich bin um 22 Uhr ins Bett gegangen. Das ist so früh für mich. Und es ging nicht. Aber naja, dafür gehe ich jetzt gleich ins Bett. Guten Morgen. Wir haben jetzt Dienstag und ich mache mich jetzt auf den Weg zu meiner Physik 5 Vorlesung. Ich freue mich schon, ich bin sehr gespannt, wie es wird. Und ich bin auch ein bisschen spät dran. Schneller Outfit-Check. So, ein kleines Update. Ich habe heute ja schon einen unfassbar langen Tag gehabt. Heute Morgen hat es gestartet mit meiner Physik 5 Vorlesung und die war so gut. Ich bin so erleichtert. Ich glaube, das wird richtig Spaß machen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es direkt sehr viel abverlangt und sehr trocken ist, aber es war ganz im Gegenteil. Also wir haben einen richtig tollen Professor und der teilt sich die Vorlesung mit einem anderen Professor. Deswegen bin ich gespannt, wie der quasi dann ist, wenn er übernimmt. Aber erster Eindruck ist sehr, sehr gut. Danach war ich dann erstmal in der Mensa und habe kurz was gegessen.
und habe dann Literatur ausgeliehen für numerische Mathematik. War da also in der Stabi. Dann hatte ich, ich musste jetzt kurz stehen bleiben, weil der Verkehr auch so laut ist. Dann hatte ich eben noch eine Übungsgruppe numerische Mathematik. Das war auch richtig gut. Ich habe mir heute Morgen, als ich den Zettel vorbereitet habe, gedacht, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Weil das irgendwie mathematisch so schwierig war. Aber der Tutor, der das bei uns macht, hat einfach uns den gesamten Hintergrund gegeben und uns so einen guten Einstieg gerade gegeben, dass ich fast glaube, dass ich die nächsten Male den Zettel gar nicht mehr so richtig vorbereiten muss. Das ist schon mal super. Und jetzt bin ich kurz vor Schluss noch aus der Übungsgruppe so 10, 20 Minuten vorher rausgegangen, weil ich jetzt noch ein Pro-Seminar habe und dafür nochmal den Ort wechseln musste. Und da geht es um Röntgenphysik, also bin ich auch mal sehr gespannt. Ich bin jetzt endlich durch mit dem Tag. Es war sehr lange. Dienstags ist immer mein längster Unitag, mein vollster Unitag. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gedacht, es wäre anstrengender, aber es kann sein, dass es auch nur daran liegt, dass ich heute eigentlich sehr gut geschlafen habe und auch motiviert war. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie sich das so im Laufe des Semesters entwickelt. Das ist ja auch der Punkt bei der Uni Hamburg. Ich hatte es ja auch schon mal in einem Video gesagt, dass die ganzen einzelnen Fakultäten oder Räume, wo die Seminare oder Vorlesungen gehalten werden, teilweise schon so eine halbe Stunde auseinander sind. Und man dann halt oft mittendrin doch noch einmal den Standort wechseln muss. Und das ist dann schon so ein ständiges Unterwegssein, was auf Dauer auch ein bisschen anstrengend wird. Und wir haben übrigens so, so schönen Herbst momentan in Hamburg. Also es ist so wirklich der perfekte Herbst. Es wird langsam immer kälter, aber ist auch noch nicht zu kalt, dass man richtig dolle friert. Und es ist so schön, gerade jetzt, wo die Sonne untergeht. Alles ist in so einem warmen Licht und so herbstlich und cozy und ich finde es einfach richtig toll. Ich sitze jetzt an meinem Schreibtisch und schneide gerade mein Video. Das bedeutet natürlich auch, dass ich es jetzt an dieser Stelle beende. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Es hat mich mal wieder sehr gefreut. Ich hatte die Wochen davor einfach so viel Stress und Klausurenphase und dann stand privat noch einiges an, was dafür gesorgt hat, dass ich einfach kein Video filmen wollte oder mich nicht danach gefühlt habe. Ich werde jetzt auch gleich schlafen gehen. Es ist nämlich schon fast 22 Uhr und ich muss morgen früh arbeiten. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle und ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Es ist irgendwie unten in der Videobox verlinkt. Only if you want to, of course. Bye bye!